So, da sind wir wieder. Teil 2. Grüße von Radio Transylvania International. Immer noch im Gespräch mit Bernd Fabricius, dem Bundesvorsitzenden des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland. Jawohl. Mitten im großen Siebenbürger Ball. Genau, wir wurden vorhin kurz unterbrochen. War aber nicht so schlimm, denn Sie haben gerade Peter Maffay begrüßt. Mittlerweile ist auch schon ein bisschen Zeit vergangen. Was können Sie uns rückblicken, so ein kleines Resümee von dem jetzigen Abend sagen? Es war für mich ein wunderschöner Abend und ich hoffe, dass die meisten Gäste das so empfunden haben. Es gab einige Highlights, nicht nur, dass Peter Maffay, einer der Schirmherren unseres Abends, fast den ganzen Abend hier geblieben ist und mitgefeiert hat und einfach Teil unserer Gemeinschaft ist und sich als solcher heute Abend sehr wohl gefühlt hat. Das freut natürlich auch den Veranstalter. Aber wir hatten den rumänischen Außenminister zu Gast, der bei der Sicherheitskonferenz in München zugegen ist und sich das nicht hat nehmen lassen, bei, ich zitiere ihn, seinen Siebenbürger Sachsen zu sein. Er hat das ausdrücklich so gesagt. Das ist zwar nur eine Phrase, es ist eine Aussage an einem Wochenende. Landläufig sagt man dazu seine Sonntagsrede. Aber es kam so von Herzen und war so überzeugend, dass man dem rumänischen Außenminister sehr glaubhaft abnehmen kann, dass ihm die Siebenbürger Sachsen als eigene Landsleute und als solche empfindet er uns am Herzen liegen. Er hat einmal gesagt, ich zitiere ihn wieder, wir sind ja alle Rumänen. Man könnte im ersten Augenblick überlegen, ob das positiv ankommen soll oder ob das eher etwas Negatives ist. Er hat es ausgesprochen positiv gemeint. Er meinte damit, wir sind alle Landsleute und sind im selben Land aufgewachsen. Wenn der rumänische Außenminister sagt, wir sind alle Rumänen, dann ist das etwas sehr positiv Gemeintes. Und das soll man nicht wörtlich nehmen. Ich finde es ein Riesenkompliment, das er damit ausgesprochen hat. Er hat auch anerkannt, dass Rumänien vor der Wende, und er hat bewusst das Rumänien vor der Wende gemeint, ich zitiere ihn zum dritten Mal, die Siebenbürger Sachsen vielleicht nicht wert gewesen ist. Ein größeres Kompliment können wir als Gemeinschaft gar nicht bekommen. Und wenn wir eine solche Anerkennung von einem Außenminister bekommen, dann sagt das ja nicht der Theodor Bakonski als Privatperson, sondern es sagt es der höchste Repräsentant eines Staates, das Mitglied der Europäischen Gemeinschaft ist und das mit uns, die Bürger Sachsen, und ich nehme die Banater Schwaben mit ins Boot, Brückenbauer und Botschafter in einem anderen Land haben. Wir haben eigentlich eine Sonderkompetenz und eine Sonderrolle, die wir ausspielen können, im positivsten Sinn. Und Rumänien hat das erkannt. Und der Besuch des rumänischen Außenministers heute hat genau das belegt. Und das ist, glaube ich, der Wert. Also die Sätze von dem Herr Außenminister haben mich zu Tränen gerührt. Ganz ehrlich, ich saß da in der ersten Reihe, also ziemlich nah dran. Und ich war einfach nur fasziniert und irgendwo, ja, einfach nur sehr, sehr gerührt. Und ich denke, nicht nur bei mir, ich habe mich danach so ein bisschen umgeschaut in den Reihen und ja, ich habe viele Menschen mit Tränen in den Augen gesehen. Ja. Und schade, dass so eine Anerkennung fast 20 Jahre zu spät kommt, klar, aber trotzdem, dass sie überhaupt ausgesprochen worden ist, das hat unheimlich gut getan. Auf jeden Fall, es gibt dafür eine einfache Erklärung. Es gab ja in Rumänien nicht eine Wende von jetzt auf gleich und von 0 auf 100, sondern es ist inzwischen allgemein anerkannt, dass die ersten Regierungen gleich nach 1990 ja nichts anderes waren als eine Fortsetzung des vorherigen Staates. Und es hat in Rumänien sehr viel länger als zum Beispiel in der ehemaligen DDR gebraucht, bis sich eine neue politische Klasse etabliert hat. Oder ich könnte es anders sagen, bis eine neue Generation dazu gekommen ist, selbst zu schalten und das Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Und wenn man sich jetzt den aktuellen Außenminister ansieht, das ist ein Mensch neuer Generation. Der ist vielleicht in unserem Alter, der war Schüler zur Zeit Ceausescus. Und der hatte die Chance, auch die Freiheit aufzunehmen und mitzubekommen. Ich weiß, dass der Minister Bakonski in der Sorbonne promoviert hat. Er hat eine westliche Ausbildung bekommen. Und genau deswegen, weniger belastet jetzt, ne, mit der richtig, er ist weniger belastet, aber er hat auch ein anderes Denken. Mhm. Er hat eine andere Sichtweise. Er ist nicht jemand, der aus dem alten Kader kommt, sondern es ist die neue rumänische Generation, die jetzt aus den Erzählungen auch der Eltern und Großeltern erkennen, was Rumänien verloren hat. Und deswegen hat sowohl der Innenminister Blaga im letzten Jahr als auch der Minister Bakonski heute betont, dass sie eigentlich den Weggang der Siebenbürger Sachsen als Verlust ansehen. Und das ist ein Kompliment für uns. Also ein absolut erfolgreicher Abend. Kann man das so nennen?
In jeder Hinsicht. Das Essen war sehr lecker. Das darf man auch nicht vergessen. Das Essen ist an einem solchen Abend wichtig, aber eigentlich das Nebensächlichste. Ja, klar. Es ist ein erfolgreicher Abend aus vielerlei Hinsichten. Der größte Erfolg ist, dass wir Siebenbürger Sachsen uns wieder einmal gemeinschaftlich sehr wohlfühlen. Man hört es vielleicht im Hintergrund noch. Es ist eine Stimmung zum Bersten. Es ist ein hervorragender Abend. Und wenn am Rande eines solchen Erlebnisses auch noch bestimmte Weichenstellungen für die Gemeinschaft gestellt werden können, wenn jemand wie ein Außenminister da ist und man mit dem am Rande einer Veranstaltung auch inhaltliche Themen besprechen konnte, wenn man das konnte, dann ist es rundum erfolgreich. Und ich meine, was wollen wir für einen größeren Erfolg, als dass der rumänische Außenminister uns zusagt, zum Beispiel die Frage der Restitution in eine gerechte Bahn zu bringen oder die Frage der Renten, wo noch Verbesserungsmöglichkeiten sind, dass er als Außenminister sagt, ich nehme das als mein Problem und kümmere mich drum. Das ist zuerst auch nur eine Aussage, aber er ist ja noch jung und die Zukunft wird zeigen, wie er Wort hält. Und daran werden wir ihn auch messen. Und so wie wir Sie kennen, bleiben Sie mit Sicherheit auch noch am Ball, oder? Aber ganz bestimmt. Ich bin, was das anbelangt, hartnäckig. Ja, also ich glaube, sehr, sehr viele Siebenbürger Sachsen haben Ihnen in der Hinsicht und in vielen anderen mehr sehr, sehr viel zu verdanken. Wo sieht Herr Fabricius die Siebenbürger Sachsen bzw. die Gemeinschaft der Siebenbürger Sachsen, sagen wir mal, in 10 Jahren? Was meinen Sie? Die Frage, wo die Siebenbürger Sachsen in 10 Jahren sind, ist gut. Ich beantworte sie ein bisschen aus meiner Hoffnung heraus, die ich damit verbinde. Die Siebenbürger Sachsen sind gerade dabei, sich ihrer eigenen kulturellen Identität bewusst zu werden und sich von aus meiner Sicht völlig falschen Gedanken zu verabschieden, dass diese Identität in geografische Grenzen eingesperrt werden kann. Von diesem Gedanken verabschieden wir uns zusehends. Und wenn wir heute sehen, dass beim großen Siebenbürgerball in München der rumänische Außenminister und der kanadische Botschafter in Berlin zu Gast sind und Siebenbürger Sachsen aus Österreich und welche aus Amerika und welche aus Siebenbürgen, dann zeigt das ganz genau, wohin wir gehen. Wir gehen hin zu einer Gemeinschaft, die grenzüberschreitend in ganz Europa, warum denn nicht in der ganzen Welt, zu Hause ist, sich aber als eine eigene Gemeinschaft empfindet und dieses eigene aus der kulturellen Identität schöpft. Dort werden wir in 10 Jahren hoffentlich angekommen sein. Also Tendenz, was jetzt die Mitglieder betrifft, steigend. Kann man auf das jeden so Fall, nennen? Das kann man sicher so sagen, das zeigen auch die aktuellen Zahlen. Wir haben im Schnitt jeden Tag 4 neue Mitglieder. Das kann man sich auf der Zunge zergehen lassen. Jeden Tag im Schnitt 4 neue Mitglieder. Das sind Siebenbürger Sachsen, die erkannt haben, dass es in einer Gemeinschaft einfacher ist, eigene Interessen durchzusetzen oder jemand zu sein, im positivsten Sinn des Wortes. Man ist nicht in der globalisierten Welt irgendein No-Name, wo man nicht weiß, ist man jetzt Deutscher oder Bundesbürger oder Bayer oder ist man noch Siebenbürger oder Rumäne. Nein, wir sind Siebenbürger Sachsen, ganz egal, wo wir leben. Und das ist vielleicht einer der Erfolge, die wir mit solchen Tätigkeiten und auch mit solchen Abenden wie heute erzielen. Sie sind unheimlich viel unterwegs. Ich möchte gar nicht wissen, von 100 Nächten, wie viele schlafen Sie denn daheim? Zu wenig. Zu wenig zu wahrscheinlich. Wenig, ja. Wo überall auf dieser Welt führt Sie Ihre Tätigkeit und zu welchen Anlässen? Also meine Tätigkeit führt mich am allerhäufigsten natürlich nach Siebenbürgen, weil wir davon dort kommen und weil wir mit unseren Landsleuten dort, die wir als ganz wichtigen Punkt unserer eigenen Identität und als Anknüpfungspunkt zu Siebenbürgen brauchen. Deswegen bin ich am häufigsten in Siebenbürgen. Aber ich bin genauso häufig in Österreich, weil auch in Österreich Landsleute leben. Ich bin genauso häufig, nein, nicht ganz. Ich bin auch in Kanada und in den Vereinigten Staaten, vereinfacht gesagt in allen Ländern, in denen Siebenbürger Sachsen organisiert zusammenleben. Und das sind die Länder, in denen die Föderation eine Vertretung hat. Wir sind ja Siebenbürger Sachsen in der weltweiten Föderation vernetzt und die Mitgliedsverbände, das ist die Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen in Kanada, es ist die Alliance of Transylvanian Saxons in den Vereinigten Staaten, es ist der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, der Bundesverband in Österreich und das Demokratische Forum der Siebenbürger Sachsen in Rumänien. Und diese 5 Gruppierungen gemeinsam mit der Landeskirche, also mit der evangelischen Kirche in Siebenbürgen, die beratendes Mitglied der Föderation geworden ist, sind wir eine große Gemeinschaft.
was ich oft von Menschen gehört habe in Gesprächen, dass man so das Gefühl hat, dass jetzt die Siebenbürger Sachsen viel mehr vernetzt und miteinander verbunden sind, als eigentlich früher in Rumänien oder in Siebenbürgen. Ja, empfinden Sie das auch so? Ja, das empfinde ich ganz bestimmt so. Das liegt schon allein daran, dass wir in Rumänien, in Siebenbürgen vor der Wende, den Rahmen dafür gar nicht hatten. Wir konnten uns gar nicht vernetzen. Wir hatten damals eigentlich zwei, ich nenne es Schlupflöcher, um eigene Identität vorbei am rumänischen Nationalstaat leben zu können. Das war einmal in der Heimatkirche und das war zum Zweiten in der eigenen Kultur, im Brauchtum. Dort konnten wir Siebenbürger Sachsen sein. Ansonsten waren wir rumänische Staatsbürger der Sozialistischen Republik und mussten im Einheitsvolk aufgehen. Heute ist es anders. Wir haben die Möglichkeit, frei zu leben. Und genau weil wir diese Möglichkeit haben, nutzen wir sie zur eigenen Vernetzung und finden uns plötzlich als funktionierende Gemeinschaft wieder. Und das ist der Grund, warum wir sehr viel besser wahrgenommen werden oder sehr viel deutlicher wahrgenommen werden. Wenn, jetzt kommen die zwei Wenn, wenn ich eine gute Fee wäre und Sie drei Wünsche frei hätten, ja, was würde sich Bernd Fabricius wünschen? Ich würde mir wünschen, dass sehr viel mehr, besonders auch junge Leute, mitbekommen, was in unserer Gemeinschaft läuft, welche Chancen es bietet und was für ein wunderschönes gemeinsames Miteinander hier gelebt wird und dass sie den Weg zu uns finden. Das wäre der erste Wunsch. Der zweite Wunsch wäre, dass viel mehr Landsleute, viel mehr Siebenbürger Sachsen ein bisschen häufiger an das Wir als an das Ich denken. Und der dritte Wunsch, den ich hätte, wäre, dass wir alle möglichst viel Gesundheit erfahren werden, um all das, was ich mir vorher gewünscht habe, noch zu erleben. Weise Worte, die vom Herzen kommen, das spürt man wirklich, das muss ich ganz ehrlich sagen an dieser Stelle. Hätten Sie vielleicht für unsere Hörer noch einen kleinen Gruß abschließen zum heutigen Abend? Ich wünsche nicht allen, der dort hier alles, alles geerdet und ich hoffe, dass wir das am nächsten Jahr beim Salveball wiedersehen. Auf ein Wetter hier am Internet. Wir bedanken uns vom ganzen Herzen im Namen des gesamten RTI-Teams, der gesamten Siebenbürger, die uns zuhören. Wir wünschen noch einen schönen Abend und auf jeden Fall noch der Gesangtät und viel Erfolg. Dankeschön. Ein Lächeln. Danke.